Ethik einfach erklärt, Antisemitismus, seit mehr als 3800 Jahren. Definition: Antisemitismus bedeutet ein abneigendes bzw. feindschaftliches Verhalten von Menschen ausschließlich gegenüber Juden. Es zeigt sich in Beschimpfungen, in Lügen, in Erniedrigungen, in Ungerechtigkeiten, in körperlicher Gewalt oder in organisierter Massentötung. Wortwörtlich übersetzt bedeutet Antisemitismus jedoch etwas ganz anderes. Im Wortteil Semitismus steckt das Wort Semiten. Semiten ist eine Volksgruppe, zu der all jene Völker gehören, die die semitische Sprache sprechen. Und semitische Sprachen sind zum Beispiel Aramäisch, Äthiopisch, Arabisch oder Hebräisch, also die Sprache der Juden. Die Vorsilbe Anti in Antisemitismus gegen würde somit bedeuten, dass Antisemitismus sich gegen die Semiten richtet, gegen all jene Völker, die die semitische Sprache sprechen, gegen die Araber, die Aramäer, die Äthiopier und die Hebräer. Wir haben also den ersten Preis dem Kanal Verwehrte Steine des Gymnasiums Feuchtwang zuerkannt. Und dieser Wettbewerb ist, oder der Wettbewerbsbeitrag ist als Ergebnis eines ehemaligen Ethikkurses, also ehemalig, weil jetzt das Schuljahr natürlich vorbei ist, des Gymnasiums Feuchtwang eben aus Bayern. Und dieser Beitrag gewinnt den Denktag-Wettbewerb 2022-23. Im Mittelpunkt des aufwühlenden Projekts steht der jüdische Friedhof in Schopfloch, auf dem 1240 Grabsteine erhalten sind. Die Schülerinnen und Schüler des Kurses stellen in kurzen und sehr gut gemachten, ansehnlichen Videos, aufgenommen auf dem Friedhof, ihre jeweiligen und oft sehr ausgezeichneten Rechercheergebnisse zu Menschen vor, die hier begraben worden sind und das hat uns besonders beeindruckt, zu deren Angehörigen, die im Holocaust ermordet wurden und deshalb keine eigene Grabstätte besitzen. Das ist ja etwas, was das Verweigern des eigenen Grabes, was noch auf die ganzen Grausamkeiten des Mordens, der Verfolgung obendrauf kommt, dass man einfach nicht weiß, wo ist dieser Mensch geblieben, außer eben so etwas Allgemeines wie in Auschwitz, in Sobibor, in Treblinka. Das hilft dann auch nicht wirklich. Ein Grab zu haben ist für einen Menschen, einen verstorbenen Menschen und für die Nachkommen ganz wichtig. Und uns hat diese Idee, anhand der Grabsteine der dort begrabenen Menschen zu erinnern, an die Menschen, die keine Gräber bekommen haben, besonders beeindruckt. Ein Beispiel: die auf dem Friedhof bestattete Sophie Hähnlein, verstorben 1926 und laut hebräischer und laut dem Beitrag selbst übersetzter Grabinschrift, eine aufrechte und anmutsvolle Frau, steht stellvertretend als Vorfahren für vier Holocaust-Opfer. Vier Menschen, nämlich Susanne Hähnlein, Moses Hähnlein sowie Julius Josef Hase und seine Frau, das ist jetzt sehr schlecht gedruckt, Ida Hase. Diese vier wurden alle deportiert in den Osten, wie es hieß, und haben den Holocaust nicht überlebt. Wir fanden, dass dieser Zugang eine ganz besonders gute Idee ist, zu erinnern an Menschen, die eben kein Grab gefunden haben, sie zu verknüpfen mit ihren Vorfahren. Der Einsatz der Gymnasiasten endete beeindruckenderweise allerdings nicht an dieser Stelle. Das wäre schon sehr, sehr gut gewesen. Vielmehr starteten die Schülerinnen und Schüler eine Petition für einen Gedenkstein an die Schopflocher Juden, der in Form eines kollektiven Grabsteins den Holocaust-Opfern gewidmet sein soll. Und dafür haben sie auch ein oder sogar zwei Gespräche mit dem Bürgermeister von Schopfloch geführt. Was plant der Schopflocher Gemeinderat denn, dass die Juden nicht vergessen werden? Eigentlich wäre überfällig ein Gedenkstein der umgekommenen, in den KZs umgekommenen Bürger aus Schopfloch, wäre überfällig. Werden wir in meiner, ich habe jetzt noch 4 Jahre, hoffe ich, dass wir das zustande bringen. Da wird ja auch der Gemeinderat selbstverständlich mitgehen.
was bei diesem wirklich sehr vielfältigen Beitrag fast schon untergeht, und ich kann Ihnen allen nur ans Herz legen, sich das auf der Zugfahrt oder wo immer Sie genug Netz haben, mal anzuschauen, ist das ausgesprochen professionell gemachte Lernvideo zum Thema 3800 Jahre Antisemitismus, das von Begriffserklärungen und religiösen Konflikten in vorbiblischer Zeit über den Holocaust und die Gründung des Staates Israel bis hin zum Thema, zum bedauernswerten Thema Antisemitismus in der heutigen Zeit reicht. Ich zitiere aus unserer Laudatio oder unserer Erscheinung als Jury. Die Jury zeigt sich sehr ergriffen von dem großen Engagement der berührenden, emotional bewegenden und überzeugenden Vortragsweise, der differenzierten Herangehensweise und dem Einsatz unterschiedlichster Stilmittel. Somit würdigen wir diesen Beitrag Verwehrte Steine gerne mit dem ersten Platz beim Denktag-Wettbewerb 2022-2023. Honoriert wird dieser Sieg mit sehr, sehr verdienten 3000 Euro. Und ich darf nach vorne bitten: Finn Bayerlein, Timo Bus, Benedikt Frank, Paul Schwenzel, Franziska Hilgard, Joanna Lehr, Julia Schrenk und die Lehrerin Barbara Haas. Kommen Sie zu uns. Nach dem Sieg und einem Preisgeld von 3000 Euro ist aber noch lange nicht Schluss. Die Schüler planen ein ganzes Buch zu ihrem Projekt. Außerdem soll auf dem Schopflocher Jugendfriedhof ein Gedenkstein aufgestellt werden, gewidmet all den Menschen, denen ein Grabstein verwehrt wurde. Auch der Bürgermeister der kleinen Gemeinde zwischen Feuchtwangen und Dinkelsbühl unterstützt die Schüler dabei. Das ist natürlich ein phänomenaler Erfolg, dass Sie da diesen Preis gewonnen haben. Das freut uns sehr. Wir haben ja auch das Projekt, haben Sie auch im Gemeinderat vorgestellt. Und jetzt sind wir dabei. Sie haben sicher Vorstellungen von einem Gedenkstein. Da sind wir jetzt dabei, wie sowas umgesetzt werden kann. Und da werden Sie mit eingebunden. Und dann hoffe ich, dass wir eine richtige Lösung finden. Im Juli soll der Gedenkstein auf dem Friedhof platziert werden. In der Woche vor den Sommerferien, da laufen in den Schulen ja oft mal Projekte, um die Schülerinnen und Schüler mit neuen Einblicken und Ideen zu konfrontieren. Nicht immer nur Wandertage und Sport, und so war das auch vor einem Jahr bei einem Ausflug des Ethikkurses des Feuchtwanger Gymnasiums zum jüdischen Friedhof Schopfloch. Aber daraus hat sich ein Projekt ergeben, das die Schüler das ganze Jahr beschäftigt hat. Die Ethikklassen Q10 und Q11 singen jüdische Lieder. Generalprobe für ein besonderes Projekt. Leute, ihr müsst dranbleiben. Spannung, Spannung, Spannung. Also nochmal. Das Singen ist nur das Rahmenprogramm für den Festakt am Abend. In aufwendigen Recherchen haben die Schülerinnen und Schüler das Leben von 60 Schopflocher Juden erforscht, die im Holocaust ums Leben gekommen sind. Jede einzelne Geschichte ein Schicksal. Und damit diese nicht vergessen werden, haben es die Gymnasiasten jetzt sogar geschafft, dass am jüdischen Friedhof in Schopfloch ein Gedenkstein und eine Tafel mit den Namen der Verstorbenen aufgestellt werden. Die Leute haben ja gar keinen Grabstein, gar kein Gedenken, gar nichts. Also wenn ich jetzt hier durch Schopfloch gehen würde und Leute darauf ansprechen würde, auf bestimmte Namen, ich denke nicht, dass sie irgendwas davon wissen würden. Ja, dadurch, dass wir eben diese ganzen Geschichten gekannt haben dann, dachten wir uns, es ist eigentlich echt eine Schande, dass da jetzt noch kein einziger Gedenkstein oder kein Grabstein, dass die einfach kein Gedenken haben und dass die so anonymisiert werden praktisch. Und deswegen dachten wir uns dann, wir müssen uns da jetzt wirklich dafür einsetzen, dass da endlich was getan wird. Generalprobe für den Festakt. Für jeden Verstorbenen legen sie einen Stein am Friedhof ab und folgen damit einer alten jüdischen Tradition. Hähnlein Susanne, geboren am 11.06.1929 in Schopfloch. Die Ethikklasse hat sogar per Videokonferenz ein Zeitzeugeninterview mit einer Holocaust-Überlebenden aus Schopfloch geführt, die sie in Amerika aufgespürt haben. Sigrid Strauß, die in mehreren Konzentrationslagern war. So that was our only good luck, that I was 16 when I went to Auschwitz. Und das war wirklich sehr bewegend. Also was die Frau erlebt hat, also ich habe den größten Respekt vor ihr. Die ist eigentlich fast schon eine Heldenfigur für uns, weil, sie hat gesagt, sie hat ihren Frieden damit gefunden, dass sie ihre Kinder hat und dass sie jetzt in Frieden leben kann.
Ein Buch mit den Geschichten der Schopflocher Opfer haben sie herausgebracht, auch eine Instagram-Seite gestaltet und schon mehrere Preise für das Projekt gewonnen. Wow, ich bin so dankbar. Nicht mal stolz, ich bin euch dankbar, dass ihr alle euch abholen habt lassen, dass ihr alle mitgemacht habt. Und ich spüre auch, es hat euch bereichert, es hat euch weitergebracht in eurer Entwicklung. Und das war mir wichtig. Mit dem Schulprojekt und dem Gedenkstein in Schopfloch wollen die Schülerinnen und Schüler ein deutliches Zeichen gegen das Vergessen setzen. Ethiklehrerin Barbara Haas könnte nicht stolzer sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, weil mein Hauptziel war wirklich, wie kann ich meinen Schülern helfen, dass sie erkennen, was hier passiert ist. Dass sie anhand dieser Namen, dieser Holocaust-Opfer, selber drüber nachdenken, wenn sie in dieser Situation gewesen wären. Wie wäre es ihnen ergangen? Und das arbeitet dann in den Schülern. Das war meine Zielsetzung, sie zu sensibilisieren, was passiert ist und wie sie selber es auch in der Hand haben können, dass so etwas nie wieder passiert. Heute Abend wird der Erinnerungsstein mit einer Namenstafel auf dem jüdischen Friedhof in Schopfloch feierlich enthüllt. Für jedes Opfer wollen die Schülerinnen und Schüler einen Stein niederlegen. Bei strömendem Regen wird dafür noch geprobt. Bär Ida, geborene Wacker, geboren am 19.07.1869 in Schopfloch und gestorben am 2.02.1944 in Theresienstadt. Heiligenbrunn, Clara, geboren Block. Geboren am 12.12.1858 in Schopfloch. Gestorben am 29.03.1944 in Theresienstadt. Eine anerkennende Videobotschaft für die Jugendlichen kommt von Charlotte Knobloch, der früheren Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Quotaraf, sehr geehrter Herr Bürgermeister Tschech, sehr geehrte Frau Dr. Haas und vor allem, liebe Schülerinnen und Schüler, Vergessen ist nicht nur gefährlich, sondern es ist regelrecht eine Beleidigung. Wer die Toten vergisst, der tötet sie ein zweites Mal. Das schrieb der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel, seligen Angedenkens, bereits in den 50er Jahren. Seine Worte haben bis heute nichts an Aktualität verloren, im Gegenteil. Die Erinnerung an die Grauen des Holocaust wird immer drängender, je länger die Ereignisse zurückliegen und je weniger Zeitzeugen noch unter uns sind, die davon berichten können. Die Fackel des Erinnerns darf gerade deshalb in unserer Zeit nicht verlöschen. Jede Initiative und jede Mühe um ein würdiges Gedenken sind deshalb heute wichtig. Und jeder Mensch, der sich dem Vergessen in den Weg stellt, leistet einen großen Dienst an der ganzen Gesellschaft. Den Ethikschülerinnen und Schülern des Gymnasiums Feuchtwangen kann ich deshalb nur meine Hochachtung aussprechen für das, was sie geleistet haben. Den jüdischen Schopflochern, die im Dunkel der Geschichte zu verschwinden drohten, wurde jetzt ein sichtbares Denkmal gesetzt zum Andenken für sie und zur Mahnung für alle folgenden Generationen. Denn wer vergisst, vergeht sich nicht nur an den Opfern von damals, er schadet auch sich selbst. Wo an die Vergangenheit nicht erinnert wird, da wird auch die Zukunft vergessen. Ich danke der Gemeinde Schopfloch und ihrem ersten Bürgermeister Oswald Tschech, außerdem allen, die das Projekt aus der Politik unterstützt haben. Vor allem aber den beteiligten Schülern und ihren Lehrkräften um Frau Dr. Haas für ihren Elan und dafür, dass sie die große Verantwortung für das Erinnern mit solcher Souveränität für sich angenommen haben. Das macht mir Hoffnung und sicher nicht nur mir. Danke Ihnen und danke euch. Vielen Dank und Am Israel Chai. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, anlässlich der Errichtung eines Gedenksteines für die Holocaust-Opfer in Schopfloch Ihnen ein paar Worte sagen und senden zu dürfen. Eine herausragende Initiative, wenn SchülerInnen sich mit diesen Schicksalen der Menschen beschäftigen und daraus ein öffentlicher Diskurs wird, daraus eine Frage sich stellt und die auch beantwortet wird,
will die Gemeinde an die ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger erinnern. Und man kommt zu dem Schluss und dem Entschluss an diese Menschen, die ihr Leben lassen mussten, weil sie einem mörderischen Regime zum Opfer fielen, an diese Menschen zu erinnern. Auch mit einer ehemaligen ins Gespräch einzutreten, ist etwas Wichtiges, weil diese Phase nicht mehr lange währt. Und insofern bedanke ich mich bei den Schülerinnen und Schülern, bedanke mich bei Frau Dr. Haas, dem Gymnasium in Feuchtwangen, den kommunalpolitisch Verantwortlichen und wünsche alles Gute. Neumal, oh nee!